Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Ja, beim letzten Mal haben wir hier diesen großen Weltraumlift gebaut und haben den hier, sagen wir mal, platziert mitten in der Welt. Das war natürlich mit diesem Turm ein bisschen einfacher, aber ansonsten, holy shit, braucht der viel Platz. Jetzt ist das Ziel Phase 1 abzuschließen. Warte mal, das war hier, glaube ich, hier oben, stand es am Terminal. Und damit schließen wir gleich die erste Phase ab, damit wir überhaupt die nächsten Level in dem anderen Gebäude machen können. Und dafür brauchen wir intelligente Beschichtung. Jetzt muss ich selber mal schauen, was wir für intelligente Beschichtung alles brauchen. Weil ich kann es euch ehrlich gesagt so gar nicht auswendig sagen. Freundchen, du stehst immer in meinen Maschinen drin. Das ist echt nicht lustig. Hier steht auch noch die ganze alte Technik und Anlage. Wie gesagt, wir haben ja die neue mittlerweile schon errichtet, aber wir werden sicher das ganze Eisen dann nach hinten durchschleusen am Ende noch. Weil wir werden es sicher brauchen. So, nee, warte mal, ich brauche erst dich hier. Intelligente Beschichtung, das ist... Was ist denn das? Intelligente Beschichtung. Kann ich das selber überhaupt gar nicht bauen? Warte mal. Kann das sein? Ist das das erste Rezept, was ich nicht händisch bauen kann? Produktrezepte. Hier intelligente Beschichtung besteht aus verstärkten Eisenplatten und einem Motor. Zum Glück produzieren wir rein theoretisch beides gerade hier. Das ist der Motor und das ist die intelligente Beschichtung. Bedeutet, neben dem, dass ich das gleich hier irgendwie schleusen muss, kann. Gott, ist das mittlerweile voll hier. Du voll, oder was? Scheint so. Ich will gerade eigentlich mal schauen, dass wir ein bisschen was auf Lager kriegen. Weil, so gut die Anlage auch ist, sie kann sich halt nicht wirklich auffüllen. Also allein, wenn ich mir die Schrauben anschaue, sind wir relativ knapp an dem ganzen Zeug dran. Und ich glaube, ich habe einem von euch Kollegen hier das neue Trade-Upgrade gegeben, ne? Ja, du hast eins drin. Du hast auch eins drin. Habe ich hier ein Level 1 verbaut? That could be a problem. Markförderband 2. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Ich glaube, hier hinten habe ich aber auch was verbaut. Nope, hier habe ich noch nichts verbaut. Ich wollte gleich hier verbauen, habe dann aber alles in... Doch, hier habe ich eins verbaut. Der Kollege produziert schon schneller. Wir haben trotzdem Tonnen an Eisen, die hier rein und raus gehen. Wie schaut es denn eigentlich aus mit unserem Lager? Lager ist bummvoll. Das Lager ist leer. Okay, das hätte ich irgendwie nicht... Warum ist das Lager leer? Wait, what? Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass ich dann nicht mehr verbrauche. Dann werden wir mal kurz hier die Leitung abreißen. Und ein MK2 hier draufsetzen. Gut. Und das sollte das Ganze ein bisschen verschnellern. Und hoffentlich auch hier das Zwischenlager ein bisschen erhöhen in Zukunft. Vor allem, wenn die ganzen Lager voll sind, dann ja sowieso erst recht. Schauen wir mal. Genau, wir haben ja auch beim letzten Mal diese ganz komischen Sachen alle erforscht. Was da war? Alter, hier ist es laut. Es ist brutal, wie laut das hier ist. Holy shit. Das ist die... brutale Anlage hier. Ja, jetzt sammelt sich ein bisschen was wenigstens. Du sammelst dich auch Stück für Stück. Aber ich glaube auch, weil du langsam Richtung voll gehst, oder? Ja, Stück für Stück. Aber wir müssen trotzdem hier noch weiter schauen. Und zwar müssen wir jetzt in dem Fall... So, das ist jetzt sozusagen für die Wand.
Das finde ich jetzt irgendwie doch sehr cool. Und ein Bodenschacht. Und da darf ich jetzt sozusagen... Oder drei? Wie soll das jetzt zur Hölle funktionieren? Hä? Förderband? Aber wie kommt da jetzt zum Beispiel ein Förderband durch? Wie funktionierst du? Oder geht das da gar nicht, weil dann kein Durchgang ist? Das müsste ich da drüben probieren, ne? Das wäre sozusagen so ein Fundament, wo wir durchreichen würden am Ende. Aber das hier könnte relativ cool werden. Vor allem auch dieser Mast, den du von der Decke hängen kannst. Könnte relativ hilfreich sein für bestimmte... Wait. Hätte ich das hier platzieren können? Warte. So, und wie funktioniert's? Warte mal. Ne? Ah ne, lol, das macht jetzt Automat. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Aber das mit der Deckenklappe verstehe ich noch nicht so ganz. Die muss ich mir noch anschauen. Die verstehe ich noch nicht wirklich. Gut, zurück zum eigentlichen Thema. Oder muss da ein Lift durch? Könnte das sein? Ich habe jetzt diese Lifte hier. Die nach oben führen. Vielleicht muss ich da das dann durchziehen. Das could be. Genau. Jetzt... Ah, ich lasse mich schon wieder abschlenken. Fabrikatoren. Wie kann ich dich platzieren, so dass ich trotzdem das andere auch einlagern kann? Wenn ich dich so platziere. Es könnte jetzt spannend werden mit der Kabelführung. Sowieso brauche ich erstmal einen Teiler für beides. Einen Splitter. Und zwar bei beiden. Und dann muss ich hoffen, dass... Aha. Dann lassen wir hier so ein bisschen Platz frei vielleicht. Warte, nein. So, okay, dann bist du hier so angebunden. So krieg ich. Na, da kann ich ja mal zur Abwechslung diese Förderlifte einsetzen. Leute, hat sich schon angeschlossen. Nee, wait, ich kann nicht hier rein theoretisch platzieren.
und die erstmal vollkommen misplacen. Nein, kein MK2. Ich hätte gerne MK1 immer noch. Wenn ich jetzt 3 gehe und von dir... Warum? Nein. So, warte mal, ich muss... Und wie kann ich jetzt hier... Anschlussmodus, Hologramm drehen. STG links, nee. Ich hätte aber gerne, dass da oben der Anschluss ist. Jetzt bin ich kurz verwirrt, warte mal, wenn ich dich jetzt hier oben anschließen möchte. Das ist... Warum? Nein, ich will... Dich? Nee, hä? Warte mal. Ja, dann tue ich wieder das aufrufen. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Warum ist das Auto... Ach, weil es ein Lift ist. Weil der das nach oben bringt, oder? Gibt's da das... Ne, aber ich kann das doch auch nach unten bauen. Ja, dann bringt das nach unten. Warum geht das nicht? Massenweise abbauen. Nein, Demontagefilter. Ich will einen Lift bauen, der hier oben ist und dann nach unten geht. Ist das so schwer? So, was ist, wenn ich jetzt hier mit 3... mach. Und dann gehe ich auf Q. Von hier nach hier. Und das geht. So, okay. Dann hätte ich hier gerne 3 Lager. Transport? Oh, das sind die Launchpads jetzt, okay. Schaut ihr dann draußen durch? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Oh Gott, damit kann ich von hier aus zugreifen. Echt, es geht um den fucking Millimeter.
Okay, andere Idee. Ich lasse dich frei hier. Nein, lass mich. Lass mich da rauf. Ja, dann hätte ich das auch gleich lassen können, ne? Dann hätte ich das gleich so lassen können. Warte mal, MK2. So, okay. Machen wir das noch ein bisschen smoother. Mir passt das immer noch nicht. Das ist gerade ein bisschen frustrierend, dass das jetzt nicht nebeneinander genau passt, wie ich es gerne hätte. So, und jetzt? Kriegen beide den nötigen Anschluss. Schließen wir auch hier an und dich konfigurieren wir jetzt auf intelligente Beschichtung. Gut. Dann hätten wir jetzt die intelligente Beschichtung am Laufen. Hallo Anlage. Und müssten jetzt dann nur noch schauen, dass wir den Rest sozusagen auch irgendwie hinkriegen. Beziehungsweise müssen wir jetzt erstmal warten auf 50, damit wir die nächste Stufe erreichen. Und das dauert ja 2 pro Minute, schafft er. Puh, ist jetzt nicht unbedingt viel. Dafür exportieren wir natürlich die Hälfte jetzt nach hier vorne, bedeutet, die können wir wenigstens nutzen. Sehen wir jetzt trotzdem hier ein bisschen was probieren. Sprungfläche, ich habe alles dafür dabei. Das muss an ein Netz angebaut werden, okay. Wenn ich dich hier platziere, 2. Oh. Praktisch. Hopp. Yes. Und genau drauf landen. Komm. Dann jumpen wir wieder zurück, oder? Kann ich bei dir was konfigurieren, damit du einen anderen Winkel hast? Vielleicht auch eine andere Stärke oder so? Ich kann doch bei dir bestimmt was umstellen, oder? Oder muss ich das beim Bauen machen? Weil die können doch nicht immer nur weit, gleich weit bauen, oder? Springen. Wenn ich sage, ich will mehr hoch als weit, geht das nicht? X, O. Warte mal. Ich habe gerade einen neuen Button gefunden. X. Achso, das ist die Standardwand, okay. Und hier kann ich jetzt Farben wählen. Bedeutet, ich könnte die komplette Wand hier blau machen. Guck an. Und wenn ich jetzt drauf sage, ich mache einen roten...
Ziehen wird auf die Entfernung ein bisschen schwer zwar, aber das kriegen wir auch hin. Dann kriegt er sogar ein bisschen Stil. Ja, cool. Ich kann alles jetzt färben. Ja, cool. Das ist cool, das ist cool. Aber es kommt unnötig wahrscheinlich am Ende ist. Habe ich nicht noch letztes Mal einiges gekillt? Müsste ich nicht alles... Einiges noch im Inventar haben von... Funden, die ich gemacht habe? Oder habe ich das alles schon verbraucht? Was ist das? Ein dimensionales Depot. Hochlander für das dimensionale Depot. Was ist das? Energieverstärker. Aber hatte ich nicht noch... Habe ich nicht Reste von den ganzen Monstern aufgesammelt, die ich gefangen, getötet hatte? Wäre ich echt der Meinung gewesen. Hier bin ich noch ein bisschen was davon, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will DNA-Kapsel machen. Aber kann ich mit euch DNA-Kapsel machen? DNA-Kapseln. Zwar keine Energiereserven, aber mit denen können wir ihn wieder füttern, dann kriegen wir wieder ein paar Punkte. Das läuft jetzt hier rein. Problem? Was ist mit meinem Stromnetz los? Kollegen, was ist mit dem Stromnetz? Euch versorge ich ja nicht mehr, ne? Genau. Einmal abreißen, bitte. Dann müssen wir... Du schon wieder! Das warst doch sicher du, oder? Mein kleiner, frecher Freund, du. Strom, Biokraftwerk, Kraftheizwerk. Da geht sich nur eine Linie aus. Da müsste ich eventuell erweitern, ne? Und das geht nicht. Shit, okay. Krieg ich halt hier nur drei hin. Ich könnte nach vorne erweitern. Ich habe wieder sehr schlau, halb klug gedacht, kann es sein? Aber wie soll ich denn jetzt das anschließen, ich Hiopai? Logistik. Dann. Nein, den habe ich falsch platziert. Hey, der Witz, jetzt geht es schon wieder schief. Gibt's doch gar nicht, dass hier das alles so weird läuft. Okay. Hier läuft das Band nach hier. Das läuft nach da. Bedeutet,
Ich sollte das dann hier rumkriegen. Das sollte funktionieren. Dann muss ich hier noch einen Splitter einbauen. Und dann können wir das ganz gut erledigen. Hoffe ich. Ein Förderband 2 bitte, ansonsten geht das ganz, ganz schief. Wahrscheinlich ist auch uns draußen der Kollege jetzt ausgegangen. Ungültige Baumform, wollt ihr mich verarschen? Warum habe ich das getan? Wenn ich den jetzt abreiße, habe ich ein Mega-Problem, okay. Das regeln wir schnell weiter, kein Problem. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Das wäre schon wieder ein MK1. Ich baue dauernd aus Versehen das MK1. Das ist echt schlimm. Das muss ich da aus meiner Leiste mal entfernen. So, okay. Jetzt läuft das so und jetzt sollte ich doch wieder hoffentlich... Gott. Ich glaube, ich war über meinen maximalen Verbrauch. Das könnte das Problem gewesen sein. Könnte, ich hoffe es nicht. Ich muss das hier eventuell noch ein bisschen effizienter gestalten. Weil ansonsten wird es eine ganz, ganz unangenehme Sache relativ bald. Deswegen reißen wir mal ganz kurz die komplette Versorgungsstrecke ab. Wir machen dann nicht so eine Schlange mit mehreren Lagern hintereinander und dann können wir vielleicht hier noch 3, 4 vorpacken und hätten noch mehr Volumen am Ende. Fusionator. Ich hoffe, ich kriege den um so eine enge Kurve rum. Das wäre auf jeden Fall meine Hoffnung. Ja, weil er da nur das Ding berührt, ist das noch nicht schlimm. Das zähle ich noch nicht als, ich habe aus Versehen das ganze Ding vernichtet. Es streift halt die Wand. Finde ich auch gut, dass das Spiel dann nicht instant sagt, nö. Sondern, dass es dich halt warnt, hey, so und so schaut's aus. Gut. Jetzt müssen wir schauen natürlich, wie wir das Lager machen in dem Fall. Lagercontainer. Das wäre eine gute Breite schon. Logistik, MK-Förderband 2. Wie gesagt, das ist noch nicht perfekt. Den einen Kollegen muss ich dann hier noch rausholen.
Es geht ja auch erstmal drum, jetzt sozusagen die Versorgung festzustellen, damit wir sozusagen erstmal auch betrieben werden können. Und das Lager läuft ja zum Glück auch nicht relativ schnell leer. Ich könnte mindestens noch 3 hinzufügen. Das ist halt schon auch was wert. Wie schaut es denn bei dem letzten aus? Wie viel kriegen denn die ab? Du lagerst auch schon 40. Du lagerst auch schon 40. Super. Aber es kommen wenigstens gut Ressourcen an. Das ist ein gutes Zeichen in dem Fall. Ich sehe bloß, dass hier ein minderwertiges MK1 verbaut wurde. Das geht gar nicht. Bedeutet, jetzt kommt ein MK2 rein, mit dem sollten wir wenigstens wesentlich schneller auch das Ganze liefern können. Nein. Ich vergesse immer, dass unter Flashlight nicht F ist, sondern Flashlight war unter B. Also wenn sich das so anschaut, im Grunde haben wir jetzt noch wieder eine dritte Anlage hinzugefügt. Was ich gerne schnell machen würde, weil wir haben hier die Kapazitäten drin. Ich schnapp mir schnell 3 davon. Und werde draußen die Dinger noch in Betrieb nehmen, die gleich auch mittlerweile schon außer Betrieb sind. Kollege, ich glaube, du steckst mittlerweile hier drin fest. Er sollte nicht auch nochmal die Kapazitäten erhöhen. Was passiert eigentlich, wenn ich dem Kollegen hier Brennstoff füttere? Einfach so aus Interesse. Gilt es als eine Einheit? Nee, es gilt als mehr. Schau an. Das gilt als mehr. Und davon hätte ich doch einiges an Ressourcen. Interessant. Guck an. Mhm. Natürlich, die Coupons steigen vom Wert her nach der Zeit immer weiter. Aber wir kriegen auf jeden Fall mehr Coupons runter. Spannend. Wir müssen herausfinden, wie viele Ressourcen wir wann wie verbrauchen können. Aber Leute, ich würde nicht sagen, das war es auch für diese Folge. Wir haben unsere Stromproduktion ein bisschen wieder erweitert, dadurch, dass wir einen Ausfall hatten. Wir haben ein bisschen malen angefangen, malen nach Zahlen. Und haben uns ein paar Coupons noch gedruckt. Und in der nächsten Folge können wir hoffentlich die Mission für den Weltraumfliss die erste abschließen, um ins nächste Zeitalter voranzuschreiten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.